Ja? Sie wollten mich sprechen, Professor? Stammt diese Schnapsidee von Ihnen? Konstruktiver Vorschlag, finde ich passender. Ja, ich habe den Vorschlag von Dr. Geldermann gern aufgegriffen. Unternehmensberatung Global Consult Boston. Dr. Geldermann, wozu müssen diese Leute alle hier im Haus herumschnüffeln? Sie wissen selbst, dass wir die Effizienz der Klinik im Auge behalten müssen. Und Dr. Geldermann haben wir schließlich zu verdanken. Ja, ich weiß. Durch seine Kontakte konnten wir den Park günstig erwerben, ebenso die Nebengebäude. So schmeißen wir das Geld auf der einen Seite zum Fenster raus und müssen uns auf der anderen wieder mühsam reinsparen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Professor. Investitionen lohnen sich dort, wo sie uns später eine gute Rendite abwerfen. Das veränderte Outfit und der Park machen unsere Klinik attraktiver und lukrativer. Unsere Klinik? Was ich nicht lache. Lass wir uns recht verstehen, ich wünsche nicht, dass irgendwelche Herren aus Boston meine Klinik auf Effizienz abklopfen. Ebenso wenig wünsche ich, dass dieser Herr Dr. Geldermann sich in interne Belange der Klinik einmischt, die immer noch ich leite. Guten Tag. Pass doch auf, Junge. Warum bist du nicht in der Spielecke? Herr Professor, was ist denn passiert? Ha. Komm mit. Dieser Wilde. Jetzt will er eine Unternehmensberatung ins Haus holen, um die Klinik auf ihre Effizienz zu überprüfen. Ohne mir einen Block vorher zu sagen. Entschuldigen Sie mich bitte, Moment. Ja, bringen Sie ins Behandlungszimmer, bitte. Was ist los? Autounfall, er saß am Steuer. Platzwunde am Kopf, Gehirnerschütterung. Er war einige Zeit ohne Bewusstsein. Wie lange? Ein Zeuge sagt so ein paar Minuten. Ich komme dann gleich. Sascha, ich habe heute einen schlechten Tag. Zeig mir, ja? Kann vorkommen. Ich muss dringend an die frische Luft. Wo ist Derek? Wo er immer ist, bei den Reichen und Schönen. Und troll dich. Okay. Guten Tag. Wir wollen zu dem Jungen, der gerade eingeliefert wurde. Oliver Heinzen. Aber Sie können ihn noch nicht sprechen. Ich muss ihn erst untersuchen. Nur zu Ihrer Information. Nicht, dass Sie nach seinen Eltern fahnden. Er hat keine. Er lebt in einem Heim. Oliver ist ein alter Bekannter von uns. Er haut immer wieder ab und knackt Autos. Gut, danke. Ich denke, Sie können morgen mit ihm reden. Wiedersehen. Es brennt jetzt etwas. Gott sei Dank nur oberflächlich. Ich glaube, das können wir kleben. Wie fühlst du dich? Kopfschmerzen? Ist dir übel? Ja. Ich fürchte, du hast eine ordentliche Gehirnerschütterung zugezogen. Oh lala, was haben wir denn da? Was hast du denn da gemacht? Das war ein Bär. Na klar, ein Bär.
Mein Vater ist Ingenieur. In Mexiko. Wir haben in unserem Garten gespielt. Und da hat uns ein Bär angegriffen. Bären? In Mexiko? Der war aus dem Zoo abgehauen. Ich habe im Sandkasten gespielt und er hat mich angefallen. Er hat sich richtig in meiner Schulter festgebissen. Wenn mein Vater nicht gekommen wäre, er hat ihn am Nackenfell gepackt und weggezogen. Und dann? Der Bär hat sich vor meinem Vater aufgetürmt und wollte ihn angreifen. Doch mein Vater hat ihm nur in die Augen geguckt. Ganz ruhig. Du musst zunächst mal hier bleiben, bis wir deine Gehirnerschütterung im Griff haben. Schwester Hilde, kontrollieren Sie bitte alle 2 Stunden Neurostatus, Blutdruck und Puls. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Sie haben sich minutenlang nur angestarrt. Dann hat sich der Bär plötzlich ganz klein gemacht und ist weggelaufen. Mein lieber Mann, du hast aber einen mutigen Vater. Na logo. Was wollten die Polizisten denn? Keine Ahnung, sie wollten zum Doc. Oh, skip auf. Na gut. Hast du denn nichts mitbekommen? Was ist denn mit dem? Er hat einen epileptischen Anfall. Ziehen Sie die Porträte auf, schnell. Was ist das? Gehen Sie bitte im Gehirn. Schwester Hilde, bringen Sie Oliver zu Frederik ins Zimmer. Das sieht doch schon ganz gut aus. Noch 2, 3 Tage und du kannst nach Hause. So. Oliver, das sind Frederik und Dr. Lüders, das ist Oliver. Ja, ich habe schon von dir gehört. Du sollst einen guten Geschmack bei Autos haben. Na los, bringen Sie Ihre Predigt schon hinter sich. Ich wollte nur zu bedenken geben, dass du mit solchen Aktionen nicht nur dein Leben gefährdest, sondern auch das der anderen. Denk mal darüber nach. Predigt beendet. Naja, ist doch noch mal gut gegangen. Ich habe immer von einem roten Ferrari geträumt. Sie sind doch Arzt. Warum kaufen Sie sich keinen? Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung vom Gehalt eines Klinikarztes. Jetzt versuch mal zu schlafen. Brauchst du noch was, Oliver? Gut. Stör nicht. Ich komme. Ja, ich war zufällig in der Gegend und da dachte ich, also wenn du Lust und Zeit hast, wie wär's mit einem Spaziergang? Tja, ehrlich gesagt, du bist das Beste, was mir heute passiert ist. Hoffentlich kommt sie durch, die kleine Maria. Sie schafft das schon. Brauchen Sie einen starken Kaffee? Ich gehe nochmal zum Uli. Herr Dr. Lüders, ja? Dürfte ich Sie einen Augenblick sprechen? Es dauert nicht lang. Wie Sie sicher schon von Herrn Dr. Wilde erfahren haben, wollen wir von der Unternehmensberatung die täglichen Arbeitsabläufe in der Klinik dokumentieren, um eventuelle Schwachstellen ausfindig zu machen. Übrigens Ludwig, mein Name. Und wie kann ich Ihnen nun helfen? Ja, wenn Sie als erstes vielleicht diesen Fragebogen ausfüllen könnten. Das Ganze nimmt natürlich etwas Zeit in Anspruch. Kein Problem. Gut, ich komme dann wieder auf Sie zu. Ich komme nachher nochmal vorbei. Penetranter Typ. Und du gleich. Und, wie kann ich Ihnen helfen? Warum so kratzbürstig? Das ist doch offensichtlich, was die wollen. Stellen einsparen, oder? Nur mal langsam. Zunächst einmal werden nur Daten erhoben. Über die Konsequenzen, da lässt sich immer noch diskutieren. Genauso gut kann man zu einem Schaf sagen, was gerade zur Schlachtbank geführt wird. Wetz doch mal die Messer. Über die Konsequenzen können wir dann immer noch reden. Jetzt übertreibst du. Was sagt eigentlich dein Vater dazu? Ja, was soll er sagen? Tatsache ist nun mal, dass sich hier etwas ändern muss. Du, unsere Finanzlage zwingt uns zur Umstrukturierung. Aber es kann doch... Nichts aber. Gregor, ich weiß nicht, ob das zum effizienten Ablauf einer Klinik gehört. Schon mal etwas von der Reproduktion der Arbeitskraft gehört. Hey, das ist ja ein Ding. Woher kommt das? Wo ist der Ferrari? Du
doch in Ruhe! Du hast ihn, das weiß ich ganz genau! Also das glaube ich nicht. Wahrscheinlich ist er irgendwo dazwischen geraten. Wir finden dein Auto schon wieder. Was ist denn passiert? Sein roter Ferrari. Er ist weg. Der war's! Stimmt das, Oliver? Ach, der soll sich nicht so anstellen. Endlich auf zu flennen. Das ist mein Auto. Sag mal, wo hast du das denn her? Ich glaube, diese Frage kann uns Oliver am besten beantworten. Na, hast du das Auto geklaut? Der hat doch genug. Also, das gibt's doch nicht. Ich schlag vorher Koch, wir besprechen das draußen. Komm, Freddy. Ich komm gleich nach. So nicht, mein Lieber. Weißt du, vom Stehlen halte ich nämlich überhaupt nichts. Damit das klar ist. Ich wollte Ihnen doch nur eine Freude machen, verdammt nochmal. Ach, Schwester, wenn Sie so nett und hören, meine Sohn in die Cafeteria bringen und die Frühling nach. Ja. Komm, Freddy. Ich verlange, dass dieser Junge verlegt wird. Ich will nicht, dass mein Sohn mit einem Dieb auf einem Zimmer liegt. Ich verstehe Sie, aber Oliver hat ja Dr. Lüders doch nur etwas schenken wollen. Na sicher, es war falsch, aber... Nein, tut mir leid, ich bestehe darauf. Frederik wird mit diesem gewalttätigen Jungen nicht mehr ausgesetzt. Ich denke, wir sollten Oliver in ein Einzelzimmer legen. Moment, wir könnten doch versuchen, mit ihm noch mal zu reden und... Das ist Ihre Sache. Auf diesem Zimmer bleibt er jedenfalls nicht. Keine Sorge. Sie entschuldigen uns? Ja. Komm, lass uns das auf der Stationsbesprechung noch mal erörtern. Ja. Er hat so viele Autos. Das ist noch lang kein Grund, ihm einfach eins wegzunehmen. Ich will schlafen. Und ich will mit dir reden. Du sollst mich in Ruhe lassen. Schau mal, Oliver. Ich glaube, ich verstehe, warum du das Auto genommen hast. Und dass das für dich jetzt ein blödes Gefühl sein muss, dass die Sache so nach hinten losgegangen ist. Aber versuch dich doch auch mal in Frederik reinzudenken. Sag mal, möchtest du mir nicht erzählen, woher du die Narbe auf deiner Schulter wirklich hast? Wieso? Die Polizei war da. Sie hat erzählt, dass du in einem Heim wohnst. Was mischen Sie sich denn da ein? Es geht Sie gar nichts an. Ich misch mich ein, weil es... Du interessierst mich. Warum? Naja, weil... Ich möchte einfach versuchen, dich besser verstehen zu lernen. Meine Kumpels und ich, wir wollten Äpfel pflücken. Nur ein paar. Der ganze Baum war voll. Und der Besitzer, er hat uns erwischt. Und was ist dann passiert? Die anderen, sie sind schnell abgehauen. Über den Zaun. Und ich bin abgerutscht. Und dann hat er den Hund auf mich losgelassen. Der Besitzer? Der Hund hat zuerst nach meinem Gesicht geschnappt. Dann habe ich mich schnell umgedreht und der hat mir in die Schulter gebissen. Er hat sich richtig festgebissen und an mir rumgezerrt, wie an einem Lappen. Hat einfach nicht mehr losgelassen. Ich hatte solche Angst. Es tat so weh. Und deine Freunde? Sie haben auf der anderen Seite gestanden und zugesehen. Ja? Sie haben einfach nur dagestanden und gelacht. Vielen Dank, bis später. Ich habe eben mit Oliver gesprochen und bin der festen Überzeugung, dass wir nicht auf ein Einzelzimmer legen sollten. Wieso bitte? Weil ich glaube, dass das Einzige, was er nicht braucht, Isolation ist. Sondern? Ja, was wäre, wenn wir ihn zu Sascha aufs Zimmer legten? Sascha ist sehr kontaktfreudig und gleichzeitig könnte Oliver ein wachsames Auge auf ihn werfen. Ich fände es wichtig, wenn Oliver mehr soziale Verantwortung bekäme. Du hast also den Eindruck, dass Autoklauen auf soziales Verantwortungsgefühl hinweist? Ich finde die Idee von Markus gut. Wir sollten Oliver eine Chance geben. Okay, okay. Gut. Dann werden wir es versuchen. Oliver,
Ich habe mir was überlegt. Wie wäre es, wenn du Sascha helfen könntest? Du kennst doch Sascha, oder? War das der, der am Boden lag? Ja, genau. Du weißt ja, dass er ziemlich schnell Hilfe braucht, wenn er einen Anfall hat. Und ja, da habe ich mir gedacht, wenn du dich ein bisschen um ihn kümmern könntest. Ach, ich verstehe. Strafverlegung wegen dem Auto. Oliver. Erzähl mir mal zu, ich möchte dir was erzählen. Als ich so alt war wie du, da war ich selbst einige Wochen krank und musste im Bett liegen bleiben. Ich war ziemlich einsam damals, denn von meinen alten Freunden kam mich kaum einer besuchen. Bis auf Jürgen. Jürgen war eigentlich immer so eine Art Außenseiter gewesen. Dünn, blass, Brille und so. Er war mir nie besonders aufgefallen. Aber plötzlich war er da. Ohne große Worte. Na und? Damals habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig es ist, Freunde zu haben, wenn es einem nicht gut geht. Wie eben Jürgen. Und weißt du, Sascha könnte einen Freund gut gebrauchen. Hey, Oliver. Ich meine, das Gefühl müsstest du doch kennen, wenn man Freunde braucht, oder? Komm. Ich bring dich zu deinem neuen Zimmer. Wie geht's, Jan? Viel besser. Sascha, das ist Oliver. Hi. Was ist ab jetzt in deinem Zimmer? Toll, endlich habe ich auch einen Bettnachbarn. Möchtest du Schokolade? Nein. Ich bin sicher, ihr beide werdet prima miteinander auskommen. Ich gehe jetzt mal. Was liest du da? Der Seewolf. Wieso kannst du lesen? Ich bin 11. Ja, aber ich meine, wegen deinem Kopf. Du bist doch behindert. Blubbert geht auch sowieso noch. Das ist eine Rette hier, machen wir hin, Jens. Am liebsten würde ich diesem Dr. Wilder den ganzen Klumpatsch hinschmeißen. Dann mach's doch. Was? Ich soll dem das Feld überlassen? Der saniert die Klinik doch auf Kosten der Kinder. Dann wehr dich. Ja. Ich hab das Gefühl, ich habe keine Kraft mehr. Es gibt nur das eine oder das andere. Entweder du änderst das, was dir nicht passt und bleibst, oder du gehst. Aber hierbleiben und sich zermürben lassen, das ist doch wohl unter deiner Würde, Hermann. Außerdem hast du ja noch Gregor und Markus, die dir helfen können. Ach, da kommt er ja. Hallo, Herr Professor. Geht's Ihnen besser? Dein Vater peppelt mich gerade wieder auf. Vater Sonja und Luise haben mich eingeladen, sie wollen kochen. Was stehst du dann hier noch rum? Ich hatte doch versprochen, dir zu helfen mit den Weinetiketten. Das hat doch Zeit. Ja, jetzt lass mich das Auge anschauen. Ist doch in Ordnung. Du geh schon. Will dich von morgen früh hier nicht mehr sehen. Okay. Danke. Schönen Abend noch. Ich wünschte, für mich würde auch mal jemand kochen. Bitte? Du kannst wählen zwischen Pommes frites, Fried Potatoes und Bratkartoffeln. Prost. Hat der Pudding geschmeckt? Na, lass mich überlegen. Ich glaube, das ist der genialste Vanillepudding, den ich jemals gegessen habe. Ich gehe jetzt schlafen. Was? Freiwillig? Dann könnte ich mich revanchieren bei dir. Mit einer guten Nachtgeschichte? Erzähl die Mama, okay? Ich gehe heute allein ins Bett, Mama, ja? Ist gut, Schatz. Du musst ja denken, dass das ein abgekartetes Spiel ist. Nein, warum denn? Weiß auch nicht. Vielleicht glaubt Luise ja, dass du hier einziehst. Seit Reinhold weg ist, fehlt der Mann im Haus. Sonja, so einfach ist das nicht. Wieso? Weil
weil du gar nicht wirklich in mich verliebt bist. Natürlich bin ich das. Das merkst du doch wohl, oder? Wo ist dann das Problem? Es geht mir einfach zu schnell. Wer sagt das? Die Erfahrung. Aber nur weil es so oft schief geht, heißt es doch nicht, dass es bei uns schief gehen muss. Oh. Natürlich nicht, aber... Nichts aber. Haut endlich ab! Lasst mich in Ruhe! Haut ab! Los! Lass mich los! Hey, wach auf! Wo willst du denn hin? Ich wollte dir was zu trinken holen. Warum hast du deinen Helm nicht auf? Nicht, dass du wieder umkippst und zu zucken anfängst. Ich will wegen dir keinen Ärger haben. Hörst du? Hör auf, mich wie einen Irren zu behandeln. Ich bin Epileptiker. Das ist ein Unterschied. Kapiert? Ist gut. Reg dich ab. Sorry, okay? Was hast du denn geträumt? Wieso fragst du? Du hast so ängstlich ausgesehen, als wenn dir irgendjemand was tun wollte. Komm, erzähl schon. Es ist immer dasselbe. Ich will weglaufen, aber ich kann nicht. Es ist so, als wäre ich mit den Füßen am Boden festgeklebt. Und dann kommen sie immer näher. Wer? Irgendwelche Zombies. So, und jetzt schlaf. Was ist das? Ein Delfin. Was willst du denn mit dem? Hör zu, du schläfst jetzt einfach wieder ein. Und wenn die Zombies wiederkommen, dann spritze ich einfach die Zombies nass. Denn Zombies hassen Wasser. Schlaf schön. Was ist denn hier los? Ach, Oliver, bitte. Sascha braucht seinen Schlaf und du auch. Natürlich bin ich immer schuld. Ist doch klar. Sie meint's bestimmt nicht so. Gute Nacht. Nacht. Nacht, ihr zwei. Macht's Licht aus. Oliver, kannst die Augen jetzt ruhig wieder zumachen? Ich pass schon auf. Ich hoffe, ich habe dich gestern Abend nicht in die Enge getrieben. Sonja, ich fühle mich wirklich sehr wohl bei dir. Bei euch. Ich fahre mit dem Bus zur Schule. Tschüss, Mama. Pausenbrote. Na, warte mal, eigentlich kann ich dich ja mitnehmen. Fahre ich sowieso in die Klinik. Oh ja. Tschüss. Ich rufe dich an. Ja. Na dann. Tschüss. Tschüss. Es ist doch auch in Ihrem Interesse, wenn wir so schnell wie möglich... Hören Sie, Herr Ludwig, ich habe eine anstrengende Nacht hinter mir. Mir steht wirklich nicht der Kopf danach. Sie brauchen ihn ja nicht gleich auszufüllen. Aber wenn Sie vielleicht morgen... Ja, es ist gut. Geben Sie es her. Oliver. Das ist nicht komisch, Oliver. Mistkerl. Ich habe vorhin mit Schwester Hilde gesprochen. So geht's nicht, Oliver. Oliver hat's bestimmt nicht böse gemeint. Es ist aber böse angekommen. Sie war auch gemein zu mir. Wieso? Weil... Nur weil wir gelacht haben. Und sie kam rein und hat rumgemeckert. Und ich war wieder schuld. Ja, da hättest du eben zu ihr hingehen sollen und dir sagen, dass du dich nicht verstanden fühlst. Als ob die das interessiert. Und ob sie das interessiert. Genauso wie ich sicher bin, dass sie nichts gegen dich hat. Das war ein Missverständnis. Und warum bin ich immer schuld?
Also gut, Oliver, ich werde nochmal mit ihr reden. Und du gibst dir Mühe und versuchst nicht immer überall anzuecken. Abgemacht. Onkelchen, er kommt. Ja. Moin, Herr Professor. Na? Wie geht's? Wie steht's? Dieser Gesichtsausdruck. So, was soll denn sein mit meinem Gesichtsausdruck? Na los, Schorsch, was haben Sie auf dem Herzen? Ehrlich gesagt, ich hab was auf dem Herzen. Es ist also... Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht noch einen Hilfskrankenpfleger gebrauchen könnten. Gar keine schlechte Idee. Schwester Hilde braucht tatsächlich dringend eine helfende Hand. Moment mal. Sie stellen ja einfach neues Personal ein? Seit Jahr und Tag. Ich hoffe, Sie nehmen es nicht persönlich, aber ich muss zuerst einmal prüfen, ob... Bitte, Sie müssen was? Um jedes Missverständnis auszuschließen. Für das medizinische Personal bin ich zuständig. Ich. Ganz allein. Wenn Sie das so sehen, Herr Professor. Tja, ich glaube, dann haben wir beide jetzt ein Problem. Haben Sie. Ich habe einen Lösungsvorschlag. Ich werde noch heute den Stiftungsrat einberufen. Ich habe das Gefühl, dass hier grundsätzlich etwas geklärt werden muss. Guten Morgen. Sascha, mein Schatz, wir sind dann wieder weg. Papa muss zur Arbeit. Wann kommt die wieder? Morgen. Da ist der Oliver. Hallo, Oliver. Hallo. Sascha hat mir schon viel von dir erzählt. Hallo. Finde ich nett, dass du ein Auge auf ihn wirfst. Kein Problem. Was hältst du davon, wenn du uns mal besuchen kommst? Ja, ja. Wir würden uns wirklich freuen. Können wir irgendwas für dich tun? Brauchst du was? Zum Spielen oder zum Anziehen? Nein, danke. Also, tschüss. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Rätselspiel. Wie geht das? Ich spiele euch etwas vor und ihr müsst raten, wer oder was ich bin. Okay. Wer bin ich? Das machst du nicht nochmal. Hey, Spaß, du verstehst doch Spaß, oder? Oliver, was soll denn das? Du musst genäht werden, verrückt. Wer hat's verdient? Das Maß ist voll, mein Freund, ja? Komm. Was spinnst du? Also so kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Wenn Oliver nicht endlich... Markus, ich habe vorhin mit der Heimleitung telefoniert und die haben beschlossen, Oliver in ein Heim für schwer erziehbare Jugendliche zu verlegen. Wieso das denn? Das fragst du noch. Du hast es doch selbst erlebt. Oliver ist nicht nur eine Gefahr für sich, sondern auch für seine Umwelt. Also wenn sich sein Befund nicht verschlechtert, wäre ich dafür, ihn morgen früh zu entlassen und bis dahin in ein Einzelzimmer zu verlegen. Also ich bitte dich, die eine Nacht, die kann aber wirklich auch bei Sascha im Zimmer bleiben. Markus, ich war ja bis jetzt auch deiner Meinung, aber mittlerweile glaube ich, dass Oliver wirklich unberechenbar ist. Und wir haben eine Verantwortung den anderen Patienten gegenüber, auch gegenüber Sascha. Ich werde das Nötige mal veranlassen. Warum musst du denn auf ein Einzelzimmer? Warum muss Oliver auf ein Einzelzimmer? Es ist ja nur für eine Nacht. Oliver, morgen früh wirst du entlassen. Na toll! Deine Heimleitung, sie möchte, dass du in ein anderes Heim kommst, nach Haus Kalscheu. Was? In diesen Knast?
Er wollte mich doch nur verteidigen. Ja, ich weiß, aber leider mit den falschen Mitteln. Oliver. Ach, lassen Sie mich! Wo ist denn das neue Heim? In der Nähe von Bremen. Bremen? Aber meine Eltern, sie wollten, dass Oliver uns besuchen kommt. Aber Bremen? Oliver! 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 Herr Jakobs. Ja, Kant, noch einen Tag. Schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Ja, ich habe hier das Notwendigste für Oliver zusammengestellt. Sehr gut. Schwester Karin, nehmen Sie es bitte zu Oliver mit. Danke. Ja, viel Zeit habe ich nicht. Wie geht es ihm denn? Kommen Sie, wir gehen in den Park. Versuchen Sie mich doch auch als Heimleiter zu verstehen. Oliver hat es zu weit getrieben. Ja, aber er hat doch nur seinem Freund Sascha helfen wollen. Und gerade diese Freundschaft ist es, weshalb ich glaube, dass Oliver sich ändern wird. Ändern? Ja. Er haut ständig ab, randaliert rum, klaut Autos, verletzt andere. Und das seit Jahren. Ich bitte Sie, was soll ich denn machen? Oliver hier behalten. Sascha wohnt ja ganz in der Nähe und die Freundschaft zu Sascha wird bestimmt positive Einflüsse auf Oliver haben. Das mag ja sein, aber... Die Eltern von Sascha haben sich bereit erklärt, Oliver zu sich einzuladen. Nur das neue Heim für sie liegt am Ende der Welt. Herr Dr. Kampmann, ich bin doch auch kein Unmensch, aber Oliver, er ist kriminell. Wir können in unserem Heim nicht gewährleisten, rund um die Uhr auf ihn aufzupassen. Dafür habe ich nicht genug Personal. Verstehen Sie, die Verlegung ist auch in Olivers Interesse. Nein, das ist sie nicht. Wenn hier in der Umgebung irgendwo Verwandte von Oliver leben würden, die sich an seiner Erziehung beteiligen würden, das wäre sicherlich eine Entlastung. Was ist denn mit seiner Verwandtschaft? Lehnt jede Verantwortung ab. Herr Dr. Kampmann, es tut mir leid, aber ich sehe keine Chance mehr. Ich glaube, wir sollten nicht länger warten. Ich bin sicher, Herr Dr. Kampmann wird gleich da sein. Also, Sinn und Zweck dieser Sitzung sollte meiner Ansicht nach sein, zu einer Entscheidung darüber zu gelangen, wer in dieser Klinik welche Verantwortlichkeit übernimmt. Entschuldigung, hatte noch einen Termin. Seit Herr Dr. Wilde den Posten als Verwaltungsdirektors übernommen hat, ist es immer wieder zu Querelen. Entschuldigen Sie, wenn ich es unterbreche, Herr Professor Lüders, aber ich glaube, wir können das Ganze hier abkürzen. Nur zu Ihrer Information, ich werde nächsten Monat die Klinik verlassen. Herr Geldermann wird dann meine Funktion übernehmen. Ach ja, wird er. Herr Geldermann ist vom Stiftungsrat vorgeschlagen und einhellig gewählt worden. Und warum hat man es wieder einmal versäumt, vorher diese Frage mit mir zu diskutieren? Wir sind lediglich der Auffassung, dass die Position des Klinikchefs und die des Verwaltungschefs säuberlich voneinander getrennt werden sollten. Sie kümmern sich um die medizinischen Belange, und zwar nur darum. Und der Verwaltungschef um alles andere, also auch um das Personal. Und was unsere kleine Unstimmigkeit von heute Morgen anbelangt, Herr Professor Lüders, ich habe die Angelegenheit gründlich überprüft und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich im Pflegebereich unterbesetzt sind. Naja, und ein Hilfspfleger, so ein junger Mann, das ist durchaus bezahlbar.
Ich gehe nicht in dieses verdammte Heim. Nicht springen, Oliver. Das ist doch viel zu hoch. Oliver! Mensch, Junge. Was soll ich für Sachen? Gute Nacht, Dr. Kampmann. Gute Nacht, Schwester. Und dein Schützling, nichts wie Ärger. Moment, Herr Kampmann, hallo? Gut, danke, ich komme sofort. Was ist denn los? Das ist die Augenklinik. Mein Vater hatte Schmerzen, er muss operiert werden. Die Netzhaut hat sich wieder abgelöst. Tut mir leid. Was ist denn mit Oliver? Er wollte abhauen, stand auf dem Balkon, um runterzuspringen. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall allein lassen. Ja, du mach dir mal keine Gedanken. Die Schwester schaut alle fünf Minuten nach ihm. Und du kümmerst dich jetzt um deinen Vater. Vater. Markus. Hast du denn gar nichts bemerkt? Ich dachte, das wird schon wieder. Tut's dir weh? Es geht. Tag. Herr Kampmann, wir wollen dich aufnehmen. Ich warte jetzt dich hier. Geht dich das an? Nichts, aber vielleicht Dr. Lüders? Du sammelst doch Comics. Na und? Ich hab da gerade so eine Sonderausgabe. Ziemlich wertvoll. Wenn du willst, schenke ich sie dir. Aber jetzt hau ab. Okay. Was willst du? Sorry, ich wollte das nicht. Aber ich hatte Angst, du tust dir weh. Du bist doch mein Freund. Wegen dir muss ich morgen ins Heim. Hier, habe ich gefunden. Bei Schorsch. Ist besser, du gehst jetzt. Die Schwester kommt hier alle paar Minuten vorbei. Aber ich kann noch aufpassen, sie ablenken. Tschüss, Oliver. Brauchen Sie noch etwas, Herr Kampmann? Nein, danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was sagt der Arzt? Die Operation ist gut verlaufen. Werde ich wieder sehen können mit dem Auge? Kannst unbesorgt sein, Vater. Die Aussichten sind sehr gut. Ich mache mir wirklich Vorwürfe, Vater. Was kannst du für meine Netzhaut? Ich hatte den Kopf so voll in letzter Zeit, warum hast du mir bloß nichts gesagt? Ich wollte dich nicht noch mehr belasten.
Wir beide müssen viel mehr aufeinander aufpassen. Mhm. Abgemacht. Ich glaube nicht. Soll ich ihn holen? Ich wollte ihm noch was geben. Gut, Sascha, ich sag ihm Bescheid. Ja, Saschas Blinddarmnarbe ist hervorragend verheilt. Nur gestern Abend hat er leider wieder einen Anfall gehabt. Um Gottes Willen, schlimm? Nein, nichts Schlimmes. Wir hatten gleich wieder alles unter Kontrolle. Und Sie glauben wirklich, dass man ihm in dieser Spezialklinik helfen kann? Ja. Also da bin ich mir ganz sicher. Wenn Sascha erstmal medikamentös eingestellt ist, dann wird die Anfallhäufigkeit auf jeden Fall zurückgehen. Ja, wunderschön. Das war mein Schatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich Sascha abholen? Ja. Wie geht's deinem Vater? Danke, ist alles gut verlaufen. Na dann, toi toi toi. Tschüss. Bitte schön. Wir hatten auf unseren Anrufbeantworter gesprochen. Wie geht's? Es geht um Oliver. Ich denke, Sie können ihm helfen. Also, mach's gut. Warte, ich hab noch was für dich. Ja, nimm das. Vielleicht hilft es ja. Danke. Ich werde es unter mein Kopfkissen legen. Für dich habe ich leider nichts. Das macht doch nichts. Tschüss. Tschüss. Oliver. Sorry, ich muss rüber. Tasche packen. Der Doc kommt gleich und holt mich ab. Pass auf dich auf. Und denk an deinen Helm. Los, nehmen Sie. Aber das ist doch deine Uhr. Nehmen Sie. Können Sie noch einen Moment warten? Ich möchte erst mit Ihrer Mann reden. Alles klar. Wir können. Ich habe gerade mit deinem Heim telefoniert. Wie schön für Sie. Willst du gar nicht wissen, wieso? Wozu soll das gut sein? Eine Familie hat sich bereit erklärt, dich ab und zu besuchen und dich an den Wochenenden zu sich zu nehmen. Es ist doch immer dasselbe. Und dann kommen sie irgendwann nicht mehr. Die Familie ist aber so sehr an dir interessiert, dass sie selbst deine alte Heimleitung überzeugt hat. Du kannst da weiterhin wohnen und musst nicht in das neue Heim. Was? Ich meine, wirklich? Na, habe ich dich bisher belogen? Was ist das für eine Familie? Ebenso wenig wünsche ich, dass dieser Herr Dr. Geldermann sich in interne Belange der Klinik einmischt, die immer noch ich leite. Guten Tag.
Fass doch auf, Junge. Warum bist du nicht in der Spielecke? Herr Professor, was ist denn passiert? Ha. Dieser Wilde. Das will er eine Unternehmensberatung ins Haus holen, um die Klinik auf ihre Effizienz zu überprüfen. Ohne mir den Rock vorher zu sagen. Entschuldigen Sie mich bitte, Moment. Ja, bringen Sie ins Behandlungszimmer, bitte. Was ist los? Autounfall, er saß am Steuer. Platzwunde am Kopf, Gehirnerschütterung. Er war einige Zeit ohne Bewusstsein. Wie lange? Ein Zeuge sagt so ein paar Minuten. Ich komme dann gleich. Sascha, ich habe heute einen schlechten Tag. Zeig mir, ja? Kann vorkommen. Ich muss dringend an die frische Luft. Wo ist Derek? Wo er immer ist, bei den Reichen und Schönen. Und toll dich. Guten Tag. Wir wollen zu dem Jungen, der gerade eingeliefert wurde. Oliver Heinzen. Aber Sie können ihn noch nicht sprechen. Ich muss ihn erst untersuchen. Nur zu Ihrer Information. Nicht, dass Sie nach seinen Eltern fahnden. Er hat keine. Er lebt in einem Heim. Oliver ist ein alter Bekannter von uns. Er haut immer wieder ab und knackt auf. Die Polizisten denn? Keine Ahnung, sie wollten zum Doc. Oh, ich gebe auf. Na gut. Hast du denn nichts mitbekommen? Was ist denn mit dem? Er hat einen epileptischen Anfall. Ziehen Sie die Porträte auf, schnell. Was ist das? Wie ein Gewitter im Gehirn. Schwester Hede, bringen Sie Oliver zu Frederik ins Zimmer. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Noch 2-3 Tage und du kannst nach Hause. So. Oliver, das sind Frederik und Dr. Lüders, das ist Oliver. Ja, ich habe schon von dir gehört. Du sollst einen guten Geschmack bei Autos haben. Na los, bringen Sie Ihre Predigt schon hinter sich. Ich wollte nur zu bedenken geben, dass du mit solchen Aktionen nicht nur dein Leben gefährdest, sondern auch das der anderen. Denk mal darüber nach. Predigt beendet. Na ja, ist doch noch mal gut gegangen. Ich habe immer von einem roten Ferrari geträumt. Sie sind doch Arzt. Warum kaufen Sie sich keinen? Ich glaube, du hast eine falsche Vorstellung vom Gehalt eines Klinikarztes. Jetzt versuch mal zu schlafen. Brauchst du noch was, Oliver? Gut. Ich hoffe, ich störe nicht. Ich komme. Was ist denn noch? Wir brauchen dringend deinen Namen. Ja. Sie telefonieren, bitte. Bitte, rufen Sie die Notarzt. Ich weiß nicht, wie die Mann. Ich muss was gebrochen haben. Der Arzt muss gleich kommen.
hier der Arzt? Schulter! Wo ist denn der Arzt? Ja, es wurde angerufen. Ja? Ja? Sie wollten mich sprechen, Professor. Stammt diese Schnapsidee von Ihnen? Konstruktiver Vorschlag, finde ich passender. Ja, ich habe den Vorschlag von Dr. Geldermann gern aufgegriffen. Unternehmensberatung Global Consult Boston. Dr. Geldermann, wozu müssen diese Leute alle hier im Haus herumschnüffeln? Sie wissen selbst, dass wir die Effizienz der Klinik im Auge behalten müssen. Und Dr. Geldermann haben wir schließlich zu verdanken. Ja, ich weiß. Durch seine Kontakte konnten wir den Park günstig erwerben, ebenso die Nebengebäude. So schmeißen wir das Geld auf der einen Seite zum Fenster raus und müssen uns auf der anderen wieder mühsam reinsparen. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Herr Professor. Investitionen lohnen sich dort, wo sie uns später eine gute Rendite abwerfen. Das veränderte Outfit und der Park machen unsere Klinik attraktiver und lukrativer. Unsere Klinik? Was ich nicht lache. Lass wir uns recht verstehen, ich wünsche nicht, dass irgendwelche Herren aus Boston meine Klinik auf Effizienz ab... Autos. Gut, danke. Ich denke, Sie können morgen mit ihm reden. Wiedersehen. Es brennt jetzt etwas. Das ist Gott sei Dank nur oberflächlich. Ich glaube, das können wir kleben. Wie fühlst du dich? Kopfschmerzen? Ist dir übel? Ja. Ich fürchte, da ist deine ordentliche Gehirnerschütterung zugezogen. Oh lala, was haben wir denn da? Was hast du denn da gemacht? Das war ein Bär. Na klar, ein Bär. Mein Vater ist Ingenieur. In Mexiko. Wir haben in unserem Garten gespielt. Und da hat uns ein Bär angegriffen. Bären? In Mexiko? Der war aus dem Zoo abgehauen. Ich habe im Sandkasten gespielt und er hat mich angefallen. Er hat sich richtig in meiner Schulter festgebissen. Wenn mein Vater nicht gekommen wäre, er hat ihn am Nackenfell gepackt und weggezogen. Und dann? Der Bär hat sich vor meinem Vater aufgetürmt und wollte ihn angreifen. Doch mein Vater hat ihm nur in die Augen geguckt, ganz ruhig. Du musst zunächst mal hier bleiben, bis wir deine Gehirnerschütterung im Griff haben. Schwester Hilde, kontrollieren Sie bitte alle 2 Stunden Neurostatus, Blutdruck und Puls. Mhm. Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Sie haben sich minutenlang nur angestarrt. Dann hat sich der Bär plötzlich ganz klein gemacht und ist weggelaufen. Mein lieber Mann, du hast aber einen mutigen Vater. Na, Logo.